glaube, ich bin's heute hier bei Vertigo TV. Wir haben nämlich den Überhit aus UK dabei, La Rue. Markenzeichen, tolle Haartolle, à la Leningrad Cowboys oder vielleicht auch Grace Jones. Und dazu gibt's auch noch eine Geschenkbox. Hi, I'm La Rue. Das ist aber noch lange nicht alles, denn Amy MacDonald hat einen Song über ihr Idol geschrieben. Selig lassen die Puppen tanzen und die Killers sind eben die Killers, nur diesmal im Schnee statt in der Wüste. Die Sängerin des britischen Elektropop-Duos La Rue, man könnte ja fälschlicherweise meinen, es wäre ein Solo-Act, ist aber gar nicht, die erinnert ja mit ihrer Haartolle so ein bisschen an die finnische Legende Leningrad Cowboys, nur ohne Hexenschuhe. Wir wollen uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen und anhören, ob ihre Stimme in echt genauso schön hell klingt. Und dann soll sie uns mal erzählen, was sie so zum Schreiben inspiriert. Love is always, you know, if you listen to the album, it's no secret, it's about love. Ich glaube ja, die Jungs von Selig wollten einfach mal Teil eines Argent-Provokateur-Werbespots sein. Deswegen auch die leicht bekleideten Ischen im Video. Dann noch einfach mal dem Sänger schwarzen Kajal und schwarzen Nagellack verpassen und die Federn fliegen lassen. So sieht das dann aus. Wir werden uns wiedersehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder verspricht. Ob du es glaubst oder nicht, ich vergesse dich nie. Wir werden uns wiedersehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder aufbricht. Ob du es glaubst oder nicht, ich vergesse dich nie. MacDonald war letztes Jahr ja so ziemlich erfolgreich. Jetzt lässt sie uns daran teilhaben, was sie so über ihr Idol Peter Doherty denkt bzw. fühlt. Er ist nämlich ihr Boys Prince. Jackson kann sich glücklich schätzen, denn nur 2% der Bevölkerung sind rothaarig. Wir bestaunen jetzt auf jeden Fall ihr neuestes quietschbuntes Video zu Bulletproof und dann hören wir gespannt zu, wie sie uns verrät, welches Motto sie am Leben hält und wie viel Make-up und Zeug für ihren Look herumgeschleppt werden muss. Wave to the grave. Be silly. That is a really good motto. Just be silly. Like, don't take yourself too seriously. Like I do, even I take myself too seriously sometimes. But then when, especially as La Rue can be very serious, very serious. But Ellie is ridiculous. She's totally ridiculous. She's totally stupid. But maybe I need to bring a bit more of Ellie into La Rue. I don't know. But now I'm talking about myself in the third person, which is a nightmare. So I'm going to stop right now. Do your dirty words come out to play when you are hurt? There's certain things that should be left unsaid. When I don't wear makeup,
I wear these so that no one can see that I look really bad. No. This is some hairspray than this. This is mousse. Is really that's almost more important than that. Like for eyes, there's like this gold and the brown, which is what I'm wearing now. And this, which is what I wear on my cheeks. And this is the wax that goes in my hair. And this is cool. This is strobe cream, which is kind of, I don't know if I can, I don't think there's any left, actually. It's kind of pearly. Can you see that? That's like, kind of makes you look a bit like an android or something. A good brush, that's important. Yeah, that's kind of it. That's it. It's just eyes, some cheek stuff and some hair stuff. And that's LaRue in a bottle right there. Mehr von LaRue gibt's in unserem interaktiven Interview. Da könnt ihr auch mal sehen, wie charming so ein 20-something androgyner Popstar sein kann, der sogar seine Kopfhaut wackeln lassen kann. Kann ich nicht, aber die Ellie kann das. Und das könnt ihr sehen im interaktiven YouTube-Interview. In der Kiste, denn es ist Gewinnspielzeit. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gerne mehr von LaRue hätte, wie zum Beispiel diese wunderbare Geschenkbox, in der sich unter anderem auch ein fancy funky Lippenstift befindet, der muss einfach nur folgende Frage beantworten, nämlich, wie heißt der männliche Teil von LaRue? Generation Neon heißt ja nicht nur Generation Spielstation oder Quatschbox, sondern auch vor allem, statt sich körperlich draußen an der frischen Luft zu betätigen, lieber Daddy das Wii zocken. Deswegen jetzt hier unser Fundstück der Woche, Daddy das Ski. Ski, der ideale Spielkonsole für Frauen. Shave Invaders. Extreme Knitting 4. Drinkstar. And last but not least, Second Life. Unsere geliebten Killers. So haben wir sie noch nie gesehen. Nämlich im Schnee mit Tannen im Sommer. Wie bei Selig gibt es hier auch Kajal und Federn, nur dass die Federn diesmal an Brandons Mantel dran sind. Sieht ganz schön putzig aus. Vielleicht hat sie ihn auch ein bisschen warm gehalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr auf jeden Fall sauber und ich euch treu.